Ja, jetzt musst du auch die Leute begrüßen, Schrammo. Achso, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed World. Heute sind eure großartigen Piloten der Julio BHJ. An der Stelle musst du Hallo sagen. Hallo! Der Fred Vorlaut, LP. Hi! Und der guten LP. Hallo! In dieser Folge werdet ihr atemberaubende Auto-Action auf der Straße sehen. Natürlich auf abgesperrten Strecken. Bitte fahrt niemals im öffentlichen Verkehr so. Und wenn ihr doch irgendwo auf einer abgesperrten Rennstrecke so fahrt, denkt immer dran, setzt einen Helm auf und schnallt euch an. Das haben wir gerade überlegt. Das wäre eigentlich ein richtig cooler Spielmodus, der Hardcore-Modus bei dem Spiel, wo der Fahrer eben auch verletzt werden kann, wenn du irgendwo gegen fährst. Und wenn er dann oder du fährst einfach mal auf ungesicherten Strecken. Im Hardcore. Das ist bestimmt auch mit Schamos Fahrer passiert damals. Ja, damals. Der ist bestimmt einfach gegen das Lenkrad geknallt. Hat ein bisschen Armaturenbrett gekostet. Mir ist das ja schon mal bei meinem letzten Job passiert. Da saß ich halt, das war halt auch auf einem abgesperrten Gelände. Und ich habe halt ein Auto bewegt mit Automatik-Schaltung. Und ich war nicht angeschnallt und ich bin auch nur so ganz langsam gefahren. Und ich habe vergessen, dass ich in einem Automatikauto sitze und wollte dann kuppeln und drehe schön auf die Bremse. Und auf einmal hat dann meine Stirn die A-Säule berührt. Leicht touchiert. Ja. Fred? Ja, hattest du denn ein schönes Hörnchen? Einladen, aber jetzt konnte ich annehmen. Ach so. Jetzt bin ich gerade wieder raus. Jetzt lädt's bei mir. Oh. Was ist denn los mit diesem Spiel? Jetzt bin ich aber auch raus. Und jetzt mobbt es uns auch noch. Los, lad mich ein. Ja, das Spiel braucht halt irgendwie. Nein, ich will hier raus. Ich habe bei 5, in dem Moment, ich habe gedrückt und dann hat sich das in Locked verändert. Aber du bist doch allein, oder? Ja, und deshalb bin ich jetzt auch rausgeflogen. Wieder. Dann lade ich einfach nochmal ein. Das ist gut. So, jetzt aber. Construction Route. Yes. Das sind ja nur 4,44 Kilometer. Deswegen geht's schnell. Ich würde nämlich jetzt vorschlagen, dass wir diese Folge zur offiziell letzten Folge von Need for Speed World küren. Oh mein Gott. Oh Gott. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es so langsam durch ist. Wir haben alle Strecken irgendwie gefahren. Alle Autos haben wir abgehängt. Genau, wir haben alle Autos gefahren und so weiter und so fort. Schrammo hat schon rausgefeuert und ohne Schrammo ist einfach nichts mehr lustig. Es ist nicht mehr so wie früher. Ja, früher war alles besser, als Schrammo noch dabei war und als Need for Speed World noch neu und unverbraucht war. Wie alt ist das damals eigentlich? Damals, als man noch erster, 2011 oder so? 2010. 2010. Damals, als es noch einfach war, nicht letzter zu werden mit Schrammo. Weißt du, der Typ, der hängt noch hier in der Teamspeak-Konferenz und ist heartbroken und alles und butthurt und du drückst ihm direkt noch einen rein. Er ist butthurt. Das ist aber immer. Er macht gleich einen Rage Quit. Vor allem, der schmeißt uns gleich aus Teamspeak raus. Kann er nicht mehr. Kann er nicht? Nee. Kann gar nichts mehr. Ich bin gestürzt, ich bin gefallen. Echt? Ich bin ein gefallener Engel. Ich habe alles verloren. Ich habe meinen Need for Speed Willen verloren. Ich habe meine Teamspeak-Rechte verloren. Ich habe einfach alles verloren. Ich bin am Boden. Unterstützt mich, kauft meine T-Shirts und abonniert meinen Kanal. Ja. Also ein T-Shirt kaufe ich gerne, aber... Ihr könnt auch Organe spenden. Oh, ich spende dir mein Herz. Es ist unzerbrochen und fast ungebraucht. Aber es ist so dunkel und verdorben. Lungenflügel hat man ja 2, da kannst du einen abhaben. Außerdem ist das ja... Das Rennen endet schon. Hui. Außerdem ist es ja so, dass man, wenn man jetzt Arbeitslosengeld kriegen will oder Hartz IV, dann darf man ja nicht ein gewisses Vermögen haben, ne? Ja. Hallo, ich arbeite. Und das Vermögen ist dafür da, dich zu beerdigen. Hallo, ich habe einen Job. Ich rede ja nicht von dir, Schrammo. Ich rede ja von uns. Ja, gleich alles auf sich bezieht, der alte Ego. Ja, nee, und das Problem ist halt, dass so eine Niere, wenn du mal guckst, was die für einen Marktwert hat, ne, das musst du anschreiben lassen. Und das will man dann ja nicht haben. Da kann man besser die Niere, bevor man den Antrag stellt auf Arbeitslosenhilfe oder irgendwas Ähnliches, kann man besser die Niere eben jemandem überschreiben. Willst du die Lobby verlassen, Fred? Ja, habe ich gemacht.
Also, falls ihr zu Hause noch Arbeitslosengeld kriegen wollt oder BAföG, da ist das, gilt das Gleiche natürlich, und nochmal eure Vermögenswerte loswerden wollt, zumindest zeitweise, ihr könnt eure Organe eben auch verleihen an Schrammo. Dann, ich gebe dir meine Milz, aber Pachten. Nur für morgen. Übermorgen brauche ich sie wieder, und zwar gereinigt und gewaschen. Und selbstverständlich. Gebügelt. Selbstverständlich. Man verleiht ja in der Regel an ältere Menschen, ne? Weil man weiß ja, dass die nicht mehr so lange das Organ brauchen, und dann kriegt man ist das schnell wieder frei. Könnt mir denken, dass Schrammo allein durch Need for Speed World jetzt 5 Jahre gealtert ist. Oh ja. Ja. Oh, die besten Haare sind runter. Welche Haare? Die Haare auf den Zähnen. Nö, die sind noch da. Ah, ich bin voll gegen die Wand. Nix drauf, gefahren. Außer Zahnbelach. Ich nehme die Abkürzung. Das ist keine Abkürzung. Aua. Es ist so eine Abkürzung. Es ist so eine üble Abkürzung. Na. Oh. Na. Oh. Fred. Ich bin auch älter geworden durch dieses Spiel, und zwar mehr als 5 Jahre. Deswegen. Sie sind schon Rente? Ja, du bist so, ja auch aber jetzt jung. Bist du nämlich gefragt. Du, Ei? Zuschauer da draußen. Was war das der denn? Der du an die deinem Guten heimischen... Hat mich gerammt. Ich muss heulen. Empfangsgerät sitzt. Na, du darfst jetzt dir überlegen, ob es noch irgendwie andere schöne Free-to-Play-Titel gibt, na, die du von uns gerne sehen möchtest. Ganz genau. Wir würden gerne noch weitere Free-to-Play-Spiele ausprobieren als Gruppe. Aber nur gute Spiele. Und nicht sowas, wo Schrammo dann sagt, oh nee, das ist Piep und dann Piep, Piep. Das klingt jetzt so, als wenn ich dran schuld wäre, dass wir dann mit dem Spiel aufhören. Das stimmt nicht. Das möchte ich hiermit auch widerlegen. Ich selbst habe auch nicht mehr allzu viel Bock auf dieses Spiel, weil es eben schon so durchgekaut ist. Ja, ich finde es ein bisschen blöd, dass ich nicht vorankomme, obwohl ich sogar etwas privat gezockt habe, aber immer auf den Sack gekriegt habe. Das ist so ein Kaugummi, der dann langgezogen die Nase runterhängt. Du meinst Nasenrotz. Fred, was dir da die Nase runterhängt, das ist kein Kaugummi. Ist das Haargel? Ist das Haargel, genau. Dr. Mary war der Film. Richtig. Mit Ben Stiller. Der war damals noch ganz still. Und Camero. Nee, damals war der sogar stiller. Ja, uns fallen auch einfach keine schlechten Witze mehr ein. Ja, genau. Jetzt, wenn wir noch weitere Folgen machen müssten, dann müssten wir sogar die guten Witze bringen. Und das kann sich ja keiner anhören. Ja, das kann man sich nicht zumuten. Kann man sich nicht geben, ne? Ja. Ich habe gestern ein iPhone 5 mit Siri gefragt, ob es mir einen Witz erzählen kann. Und das iPhone sprach, oder Siri sprach, was sagte das iPhone zum anderen iPhone? Oh, verdammt, das wusste ich doch mal. Und das war der Witz. Ja, es gibt doch die Möglichkeit, dass Siri da antwortet, siehe deine Kontaktliste. Ja, das hatte ich eigentlich auch erwartet, deswegen hatte ich die Frage gestellt, aber es hat nicht sollen sein. Oh, verdammt, Abkürzung. Ist blöd, ne? Man denkt, jetzt kommt was bestimmt ist, was total lustig ist, und dann passiert's nicht. Ist wie bei Need for Speed World und unseren Witzen. Man klickt die Folge an, denkt, da kommt irgendwas Lustiges, und dann, tja. Ja, dann ist am Ende nur heiße Luft. Etwas trocken. Ein Furz in der Landschaft. Einsam und verlassen steht er da. Und, ich stelle mir das gerade bildlich vor. So ein kleiner, süßer Pups mit Hundeaugen. Sich einfach so um und... Kommt gerade wieder ein Pups raus. Ja, wie sieht denn bei dir ein Pups aus? Ich sehe dich nicht so oft. Er hat schlechte Augen. Du brauchst nur eine Wärmebildkamera, dann weißt du, wie die aussehen. Bin auch im Ziel. Das ist schön. Ich habe keine Wärmebildkamera. Warum? Das ist so bestimmt gesagt? Ganz schön lustig, wenn man so mit so einer Wärmebildkamera den Pups dann anguckt. Ja, es ist wirklich lustig. Also, wenn ihr da draußen eine Wärmebildkamera habt, dann pupst einfach mal und filmt das. Und das dann auf YouTube. Ja. Als Videoantwort bitte posten.
Eure Pups-Videos hier. Wir promoten eure Plattform eure für die Pups-Videos. Pups-Promotions. Incorporated. Copyright. Oh! 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 Teamflucht, Home-Run. Ich dachte, du machst jetzt oh, weil du gerade pupsen musstest und die Kamera gesucht hast. Nee. Ja, das... Nee, ja. Ich hab keine Werbebildkamera. Ja, es geht auch erstmal eine normale Kamera. Wenn man sieht, wie die Hose sich ausbeult, dann ist das schon sehr lustig. Ja, dafür muss man aber Gummihosen tragen. Diese Disco-Pants. Oder halt einfach eine Badehose unter Wasser. Das geht auch, ja. Da kann man das auch ganz schön mit sichtbar machen. Ja. Also, da muss man nicht mal für pupsen. Ey, wir spielen zusammen. Ah, ups. Baum. Hier ist ein Baum, den man nicht umfahren kann. Was ist mit Roger? Hab ich auch gerade gehört. Roger ist nicht dabei, der hat vorher schon gesagt, leck mich, Need for Speed World. Ja. Schrammo ist den Weg des Roger gegangen. Sozusagen. Den richtigen Weg. Den Weg in die Freiheit. Und jetzt sind Schrammo und Roger zusammen. Im Need for Speed World Himmel. Need for Speed Himmel. Das ist ein tolles eigentlich Spiel. Noch da. Ich bin noch da. Ich bin ein Geist, der um euch wandert. Hört ihr auch diese Stimmen? Ich habe sowieso immer Stimme in meinem Kopf. Die höre ich dauernd, wenn ich TS anhabe. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist geradezu gruselig. Das ist ja übler als Slender hier. Ich fahre durchs Stadion. Wie lange dauert eigentlich diese Kampagne bei, oder was macht man eigentlich bei Amnesia? Ich habe nur gehört, dass das gut sein soll. Du bist ein Typ, der unter Amnesie leidet und nichts mehr weiß und dann in so einem Schloss herausfindet, was passiert ist. Und ich glaube, du dürftest gute 20 Spielstunden oder sogar 25 einplanen dafür. Boah, okay, und ich bin dumm, das heißt eher 50. Ja, vor allem bist du ängstlich. Also wenn du ängstlich bist, dann dauert das länger, weil du immer nur eine Viertelstunde am Stück spielen kannst. Und weil also, du vor jeder Tür abwartest. Oh, hab ich was gehört? Hab ich was gehört? Bam! Also, ja. Wenn ich ein Let's Play davon mache, dann wären das bestimmt 200 Parts. Das ist doch schön. Ja. 200 neue Videos. Kannst du wie schön das Auto gerade geflogen ist. Mein Bauch knurrt. Hört man das? Nee. Da muss ich lauter knurren. Ach, wenn irgendjemand Bock hat, mir 200 Parts lang beim Gruseln und Schüsse haben zuzugucken. Naja, bei Frauen funktioniert das auch. Machst ja, du noch eine Tittencam und dann passt das. Ich wollte gerade sagen, du musst nur deine Brüste zeigen, dann funktioniert das. Ja genau, man bildet einfach so ein paar Titten ein die ganze Zeit in diesem Fenster, wo man normalerweise sein Gesicht Die aber hypnotisch wackeln. Genau. Also einfach mein Logo da reinpacken. So kreisrund mit diesen Stripper-Bändchen, die da so rumwedeln können. Genau. Das ist eigentlich mal eine Idee. Ach ja. Wir haben nur gute Ideen hier. Ich habe mir ja vorgenommen, wenn ich mal was mit Facecam mache, dann wollte ich mir so einen Greenscreen holen. Damit man Spaß. Das dahinter so machen kann. Au. Dass man nur so den Kopf ins Spiel einblendet. Und im Hintergrund bin ich dann immer zu sehen. Genau, da sitzt du und ranged über Gran Turismo. Nee, was spielen wir gerade? Gran Turismo. Über Gran Turismo kann man nichts Schlechtes sagen. Außer über das Fünfer. Ja, das Fünfer Online-Modus auf der Geraden überholen und dann Australier, die haben ja irgendwie Bambus-Internet. Und dann überholst du die und auf einmal sind die bei dir im Rückspiegel und dann sitzen sie bei dir im Kofferraum. Und dann rüttelt das so und du fliehst von der Straße. Ich wollte schon immer mal einen Australier im Kofferraum haben. Ich hab das ständig. Magst du das? Nee, ich hab den einfach nur noch nicht rausgelassen. Ach so. Passiert schon mal, ne? Und ich dachte schon, das wäre eine gewisse Neigung von dir, Leute mit fremder Herkunft in deinen Kofferraum zu packen. Ohne sie zu fragen. Doch, ich hab vorher gefragt. Und zwar was war die Antwort? Hey du! Fragezeichen. Hi, wie geht's? Brumm.
Au. Oh, das ist witzig, wie hier gerade die Autos geflogen sind. Und ich bin gerade über euch drüber geflogen. Ich hab's gesehen. Das war das schön. Das war schön. Das musst du dir aus meiner Sicht auch nochmal angucken, weil man sieht sehr schön, wie die Polizeiautos hinter dir herfliegen. Und du musst dir meine Folge auch nochmal angucken. Ich glaube, wir sollten ein ganzes Stück weg. Alles angucken. Ich kann meine Reifen sind kaputt. Meine auch. Aber ich kann meine nicht reparieren. Ich habe noch 48 Reifenreparatur. Bei mir sind gar keine Spikes. Ich schaff's nicht mehr. Die kommen gleich. Oh nein. Hier, ich schieb dich. Bam. Ah, verdammt. Nein. Ah. Ich wurde erwischt. Und ich steige bei Fred ein, der auch gleich erwischt ist. Bin ich erwischt. Guck, ich entkomme. Ich sehe es. Du entkommst ganz, ganz langsam. Ich hätte jetzt gern eine Teamflucht oder so, aber ich habe es leider nicht. Nicht Teamflucht, eine Team-Notfallmanöver. Genau, das war's. Ups. Boing. Ah! Ah! Ich wurde erwischt. Boing. Bumm. Aber wenn ich jetzt einsteige, sind meine Reifen dann wieder heile? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich fahre mal so weit wie möglich nach vorne, damit du dann bei mir wieder einsteigen kannst. Nee, ich steig bei Guden ein. Guden hat gerade auch seine Reifen verloren. Ach. Oh, meine Reifen sind wieder heile. Ihr seid sowieso direkt bei mir. Ich hab Malheur. Hier vorne sind nochmal Reifen gedönst, über einen Grünstreifen fahren. Ja Mensch, ich bin verhaftet, mich bringt das nicht mehr. Schick gemacht, Greenholm. Bam! Bam! Boah. Schön, wie das Auto fliegt. Das ist eine Kante hier. Geil, und ihr sprüht da Funken. Sehr hübsch. Ja, das bringt ja 10.000, ist ja geil. Oh, ich muss ja gucken, was man kriegt, ne? Ultraräder habe ich. Ultraräder? Die sind gut. Das ist echt gut. Ich habe Ultragetriebe, ein 4-Sterne-Ultragetriebe. Das baue ich jetzt ein. Oh. Ich habe so selten 4 Sterne. Das ist erst mein zweites Teil, das mehr als, mein drittes Teil, das mehr als 1 Stern hat. Was ich bekommen habe. So blöd, dass es die letzte Folge wird. Ja, ich baue den aber jetzt ein. Ja, dann kann man den mal 5 Minuten länger machen. Ja, das ist kein Problem. Wenn uns denn noch was einfällt. Meine Maus Wagenklasse eines Freundes gestiegen. Wieder zieht. Jetzt, wo mein Auto endlich mal brauchbar ist. Mensch. Dann lade ich euch jetzt zu einem A-Klassen-Teamflucht-mäßig Dingsbums ein. Ich habe 450 Punkte. Ja, das haben wir doch neulich schon mal versucht und das hat nicht geklappt. Deswegen habe ich gewartet, bis ihr jetzt gute Autos habt. Ja, aber das war doch überhaupt nicht knapp beim letzten Mal. Meinst du, das klappt? Ja. Ich habe mal die 400er-Marke geknackt. Oh, 425. Du bist jetzt besser als Fred noch eben war. Nee, ich hatte gerade auch 425. Mit meinem neuen Motor hatte ich doch 425. Das stimmt. Jetzt habe ich 453. Lohnt sich das eigentlich, ein anderes Auto zu kaufen? In derselben Klasse? Wenn du jetzt halt ein C-Klasse-Auto kaufst, dann kannst du damit natürlich das weiter aufrüsten. Da kannst du bis auf B oder sogar A hochklettern. Das geht schon. Naja. Müssen wir einen langen Part machen, damit ich das alles noch schaffe. Was ist das? What the f... Das war mein Lamborghini Muira-Konzept. Ich hab immer noch keine... Hast du einen Spit-Hack? Nee. Ich hab halt immer noch keine Reifenreparatur. Ach so, das ist natürlich blöd. Dann sage ich euch an, wo die Nagelbänder sind. Oh, also in der Mitte ist ein Baum. Nein! Ich bin einmal dagegen gefahren und dann schubst mich der Polizist ein zweites Mal dagegen. Fred, du liegst auf dem Rücken. Ja, ich wurde von einem Rhino rumgebumst. Es hat dich rumgedreht, denn es wollte dich besteigen. Du bist über das Auto drüber gefahren, ne? Guten, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. So langsam lässt mein Gedächtnis nach.
Das kommt im Alter irgendwann. Gedächtnis? Ist Schrambo eigentlich noch da? Ja. Schrambo sagt gar nichts. Ich hab nichts zu erzählen gerade. Du hast jede Menge zu erzählen. Erzähl uns von deinem Leben. Schrambos shoppt in aller Ruhe bei Steam. Bestimmt. Haha. Ich glaube, ich sollte mir mal ein Amnesia-Let's Play angucken. Damit ich weiß, besten, was mich da erwartet. Ja, am besten bei einem Mädel. Nein, am besten guckst du es vorher nicht an und siehst dann am Ende, was dich erwartet. Ich weiß aber nicht, ob ich dann dafür Geld ausgeben soll. Ja, doch, doch. Es sind immerhin 5 Euro. Bei dem Preis? Also wenn du dich gerne gruselst, dann kannst du sie das auf jeden Fall kaufen. Ich wollte mir schon immer mal gerne gruseln, aber ich hatte bis jetzt noch nie so richtig gruselige Spiele. Also das Spiel ist schon gruselig, wenn man so empathisch dafür ist. Autsch. Ich musste dich immer kurz freibumsen. Ich wurde erwischt. Ja? Ja. Hab ich doch extra schön freigemacht. Du bist raus? Nein, ich steig bei Guten wieder ein. So, da bin ich. Oh, da ist eine Wand. Feindkontakt. Boah, das ist aber gemein hier. War es ja wirklich gemein. Yo. Du fährst aber irgendwie auch nur Halbgas, oder, Julian? Naja, wenn ich richtig Vollgas gebe, dann ziehe ich euch natürlich ein bisschen davon, so ungefähr. Das war geil. Da flog auf einmal der Polizeiauto über mich drüber. Wie viele Autos hier rumfliegen. Ja, es ist echt brutal. Ich mag dich, Julian. Du machst mir hier die ganze Zeit den Weg frei. Ich hab's gerade versucht, aber ich bin gegen das Auto gefahren und stehen geblieben und du hast es einfach 500 Meter weit weggeschubst. Entschuldigung. Oh, mir macht das nichts. Ich bin damit zufrieden. Achso, auf der linken Seite ist ein Gerüst. Haha, du hast eine nackte Frau geküsst. I. Haha. Oh, ich lieg auf dem Rücken. Das war knapp. Ich wäre beinahe schon wieder erwischt worden. Kennt ihr diese Sprüche noch aus der Grundschule? Ja. Nee. War bei mir ja auch erst vorgestern. Ich war nie auf der Grundschule. Wie, du hast keinen Grundschulabschluss? Nee. Na, Tankstelle. Ich bin direkt nach der Geburt mit meinem Abitur versehen worden und dann, ja. Die Tankstellenteile sind auch weggeflogen mit dem Notfallmanöver. Ach? Also zumindest sah das gerade so aus. Vielleicht ist da auch ein Polizist irgendwie reingewuppt, aber... Interesting. Interesting. Ja. Ups. Oh, I have a problem. Oh. There's something in my shoe. It's a... It's a car. Wow. Das war nicht also, so schön. Wenn ich ein Auto in meinem Schuh finden würde, dann würde ich mir doch Gedanken über meine Schuhgröße machen. Schuhgröße 6000. Und ich habe schon große Füße eigentlich. Schuhgröße Mittelklasse-Limousine. Huch. Hast du da dein RS4 drin was versteckt? Was haben Sie für eine Schuhgröße? Mittelklasse. Das stelle ich mir so lustig vor. Wenn ich später groß bin, habe ich mal Oberklasse. Ich stelle mir das so lustig vor, wie du da so ein Auto hast mit Schiebedach und da kommt ein Bein raus. Hast du links und rechts so ein Auto. Das ist eine coole Vorstellung. Das Problem ist dann nur, wenn der Gangschalthebel zwischen den Zehen kitzelt. Ja. Das ist dann hier kommen die Nagelbänder. Haltet geil, euch, diese Polizeikobra. Die Nagelbänder sind rechts. Okay. Wir schaffen das, glaube ich, nicht mehr. Sind noch 3 Kilometer. Die Polizeikorvette hat gerade ihre eigene Straßensperre zerstört. War cool. Also 60 Sekunden. Ich kann es noch schaffen, sofern ich jetzt keinen Unfug baue. Also, wenn ich hier mal Knallgas gebe, dann kann das auch noch werden. Alter Vater, ist hier alles voll mit Nagelbändern. Aber so viele. Bist du in irgendeinen? Die wollen dich halt gerne mal nageln. Also ich bin in keins reingefahren, aber die liegen echt rechts und links auf der Fahrbahn.
So im Abstand von 100 Metern. Das war eine Wand. 800 Meter noch. Das könnt ihr schaffen. Ihr könnt es schaffen. Ich warte auf euch. 2000 Füße. Nein. 500 Meter. 600 Meter. Komm, 10 Sekunden. Hopp. Hopp, hopp. Durchdrücken. Ja. Ja. 2, 1. Das ist... Na, das kann gar nicht sein. Oh. Hey, ich war noch Erster? Ja, ich habe vorm Ziel gewartet. Ach so, ich dachte schon. Naja. Ich habe trotzdem Geld bekommen. Ein bisschen Schwund ist immer. Genau, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wo Späne fallen, da wird gehobelt. Deswegen lege ich unter mein Bett ja auch immer ganz viele Späne. Wer spähnt, hält Vobel. Vobel hält. Oder so. Ach, was weiß denn ich? Ach, was weiß denn du? So, liebe Leute, dann hier nochmal der Aufruf. Wenn ihr wisst, was es noch für schöne Free-to-Play-Spiele, MMO, RPG, MMO, Rennspiele, MMO, irgendwas gibt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare von Fred Vorlaut. Und von Julian. Und von Guten LP. Und von Schrammo natürlich auch wenn er jetzt nicht mehr aufnimmt, aber er kriegt gerne Kommentare. Ja, genau. Ich liebe am besten unter War Thunder. Ja, und die besten Kommentare, die werden auch belohnt natürlich mit Nacktfotos von Pumuckl. Nein, nicht schon wieder. Das ist so schlimm. Ja, und liebe Leute von der Kriminal-Irgendwas, ja, Herr Fred Vorlaut, wohnhaft im Internet, vertreibt hier gerade Kinderpornografie, ja. Wieso denn? Pumuckl ist ein uralter Klabautermann. Der ist richtig alt, der ist okay, 800 dann. Jahre oder so alt. Okay, dann ist das strafbar mit Granny und so. Na egal, lassen wir das Thema. Außerdem ist Pumuckl unsichtbar. Nicht immer. Glaube, wenn du einfach nackt in deinem Zimmer sitzt, könnte es jetzt sein, dass er da über dir hängt, oder es könnte auch nicht sein. Ja, ich wenn glaube... Wenn du plötzlich noch ein bisschen mehr Haargel drin hast, dann weißt du, woran das liegt. Ich benutze Haarschaum. So, und ich weiß, wo der Pumuckl die Locken hat. Wunderbar, dann war es das hiermit offiziell mit Need for Speed World. Es hat mich gefreut, liebster Schrammo, es war mir eine Ehre, mit dir zu fahren. Liebster Fred Vorlaut, es war mir auch eine Ehre, mit dir zu fahren. Und guten LP, ja, tschö. Tschüdelü. Ich hab euch alle lieb. Wir haben kommt uns alle in meine virtuellen piep, Arme. Piep, piep, wir haben uns alle lieb. Genau, virtuelle Arme ausstrecken. Sternchen, Hucksternchen. Und wir sehen uns dann bestimmt bei einem der nächsten Projekte wieder. Vielleicht bei einem netten Free-to-Play, das in die Kommentare reingeschrieben wird. Bis dann und macht's gut. Tschüss. Bis denn dann und tschüdelü. Bis dann, euer Fred Vorlaut.